Heute, wenn wir noch so einen kleinen Exkurs machen in etwas wieder ein bisschen formaler, theoretischeres, um abzuschließen, wie man eigentlich Datenbanken entwirft. Und wenn wir jetzt kurz vielleicht nochmal überlegen, warum macht man das jetzt nochmal? Wir hatten ja die Datenbanken entworfen, war ja so die Grundidee, man spricht mit jemandem, der die Datenbank haben möchte, was es da vielleicht für Entitäten und für Beziehungen gibt. Die setzt man in so ein R-Modell um und aus dem R-Modell hat man dann gesehen, wie man Relationen macht. Im Prinzip waren wir ja fertig. Man konnte jetzt eine Datenbank draus bauen, beziehungsweise sozusagen eine Instanz der Datenbank, irgendein Datenbanksystem anlegen, Schemata für die Relationen angeben und so weiter, Schlüssel festlegen. Jetzt werden wir heute nochmal uns darüber unterhalten, ob das tatsächlich schon reicht und wahrscheinlich feststellen, dass es nicht reicht, weil wir uns noch gar nicht um diese ganzen Anomalien gekümmert haben, mit denen wir immer mal zwischendrin zu tun hatten. Und dafür gibt es aber ein formales Framework, was mir helfen kann, solche Anomalien zu vermeiden oder zumindest viele davon zu vermeiden. Einstieg also nochmal im Prinzip, wenn wir sowas haben wie einleuchtende Semantik von den Datenbank- oder von den Relationenschemata, die wir haben, oder wenn das Datenbankschema so aussieht, dass ich mir relativ sicher bin, dass die meisten Tabellen, Relationen, die ich da anlegen würde, semantisch irgendwie immer nur ein Ding abbilden. Also zum Beispiel in der Mitarbeiterrelation habe ich halt nur Informationen über die Mitarbeiter. In der Abteilungsrelation habe ich nur Informationen über die Abteilung, bis auf den Standort. Den haben wir hier schon ausgesondert und werden wir uns heute nochmal angucken, warum das Sinn macht, den auszusondern, warum der Standort nicht mit hier dabei ist. Hintergrund war ja da, dass es vielleicht mehrere Standorte gibt. Im Projekt will ich vielleicht erstmal nur tatsächlich semantisch mit dem Projekt oder mit Projekten zu tun habende Dinge abspeichern und dann arbeitet im Projekt da dann vielleicht Personal, was in Projekten arbeitet. Und die Grundidee ist, dass ich es einigermaßen zerlegt habe, das Ganze hier. Und Zerlegung bedeutet normalerweise, dass ich sicherer bin, dass in einer Relation tatsächlich nur Dinge gespeichert werden, die semantisch sehr nah zusammengehören. Das kriegt man aber eigentlich immer nur raus, wenn man mit den Leuten spricht, die tatsächlich diese Datenbankanwendung dann benutzen. Was nicht so gut wäre, wäre zum Beispiel sowas hier, wenn ich sage, ach, ich will nicht so viele Schemata haben, nicht so viele Relationen, ich packe einfach mal Mitarbeiter und Abteilung zusammen. Oder ja, diese ganzen Projektinformationen hier auszusondern, das packe ich einfach mal irgendwie zusammen. Und da habe ich weniger Schemata. Es sieht erstmal in dem Sinne übersichtlich aus, als dass weniger Schemata leichter zu erfassen sind. Problematisch sind die aber, weil ich jetzt plötzlich Dinge zusammen in eine Relation packe, die nicht zusammengehören. Und warum problematisch? Na, wir hatten schon mal am Anfang der Vorlesung zwischendrin immer wieder über Anomalien gesprochen, also so Dinge wie, ich speichere dasselbe Datum mehrmals, also nicht dasselbe zeitliche Datum, sondern denselben Inhalt mehrmals oder wenn ich dann ein Update mache, muss ich an drei Stellen das machen und nicht nur an einer oder so. Solche Geschichten, damit werden wir uns heute noch mal ein bisschen genauer beschäftigen und uns fragen, wie man denn erkennen kann, ob die vorkommen können oder ob die vielleicht gar nicht vorkommen können. Solche Update-Anomalien, die wir vermeiden wollten, entstehen zum Beispiel, wenn ich hier Sachen zusammenpacke, die semantisch nichts zusammen, also nichts miteinander zu tun haben, außer dass irgendwie Mitarbeiter in Abteilungen arbeiten. Wenn ich die beiden zusammenpacken würde und sage, statt dieser beiden einzelnen Relationen in meiner Datenbank habe ich eine gemeinsame Mitarbeiter-Abteilungsrelation, die zum Beispiel durch den Join entstehen würde. Das Problem, wenn man hier hinten drauf guckt, auf die drei Attribute, zwei von den dreien sind immer redundant. Also eigentlich brauche ich immer nur eins von denen, beispielsweise die Abteilungsnummer, so wie ich es hier oben hatte. Die Abteilungsnummer sagt mir dann schon, welcher Name es ist und wer der Chef ist. Oder hier in dem Fall, in dieser konkreten Ausprägung, sehe ich auch, wer der Chef ist, bestimmt den Namen oder die Abteilungsnummer. Oder der Abteilungsname bestimmt die Abteilungsnummer und die Chefpersonalnummer. Also irgendwie habe ich Redundanz. Ich habe dieselbe Information mehrmals da liegen. Man sieht auch einfach, dass hier hinten beim ersten und beim zweiten Tupel die Einträge auf den letzten drei Attributen dieselben sind und hier bei dem dritten und beim vierten Tupel auch entsprechend die letzten drei Attribute dieselben Ausprägungen haben, würden wir sehen. Also irgendwie habe ich dieselbe Information mehrmals gespeichert und wir hatten bis jetzt immer gesagt, das ist nicht so schön und führt dann dazu, dass ich gegebenenfalls, wenn ich was verändere, Probleme bekomme. Gucken wir uns das nochmal genau an. Also hier wieder das Beispiel, was wir eben durch den Join sozusagen erzeugt haben, diese Mitarbeiterabteilungsrelation. Beim Einfügen
müsste ich jetzt immer sicherstellen, dass die richtigen Werte hier hinten eingetragen sind. Also wenn ich einen neuen Mitarbeiter anlege, muss ich immer sicherstellen, dass die Abteilungsnummer, Abteilungsname, Chefpersonalnummer die richtigen sind. Also speziell die zwei, die ich eigentlich nicht bräuchte, dieselben sind. Jetzt hat irgendwas aufgehört zu rauschen, aber Sie sehen noch alles und Sie verstehen mich noch, oder? Vielleicht ist es ja besser ohne das Rauschen. Also hier in dem Beispiel, die letzten drei, davon brauche ich nur eins. Wenn ich alle drei aber in diese Relation packe, muss ich immer, wenn ich einen neuen Mitarbeiter anlege, auch für die anderen beiden überprüfen, ob es tatsächlich passt. Klingt aber auch hier vorne ein bisschen komisch, oder? Ist irgendein anderes Ding da angegangen? Ja. Nein. Für Sie ist okay? Eher bei mir hier vorne klingt es irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber es ist, ja, weiß ich nicht, Tagesform. Wenn ich einfüge, also nicht nur beim Einfügen von neuen Mitarbeitern, aber auch wenn ich nicht weiß, in welcher Abteilung beispielsweise jemand arbeitet oder wenn ich nicht weiß, ich will zum Beispiel eine neue Abteilung anlegen, wenn ich noch gar nicht weiß, welche Mitarbeitenden da reinkommen sollen, wüsste ich gar nicht, wie ich die Abteilung hier in diesem Szenario anlege. Muss ich hier vorne Nullwerte haben? Geht aber nicht, weil hier Personalnummer der Schlüssel ist. Also spätestens für die Personalnummer kann ich hier keinen Nullwert angeben. In dieser Relation, also könnte ich keine neuen Abteilungen ohne Mitarbeiter anlegen, ist vielleicht für die Planung in irgendeiner Firma dann gar nicht so günstig. Also zwei Anomalien, die man bekommen würde beim Einfügen. Abteilung neu anlegen ist schwierig und wenn ich neue Mitarbeitende irgendwie anlege, dann muss ich immer schon wissen, in welche Abteilung die gehören, ja, weiß ich vielleicht nicht. Beim Löschen können ähnliche Probleme entstehen, wenn ich jetzt hier beispielsweise den letzten Mitarbeitenden aus irgendeiner Abteilung lösche, dann ist die komplette Information zu der Abteilung weg. Hier in dem Fall ist es vielleicht nicht so dramatisch, weil man sagt, okay, ist halt der Name weg und der Chef. Aber vielleicht sind ja noch mehr Informationen für so eine Abteilung in irgendeiner anderen Relation gespeichert, die eben so problematisch aufgebaut wäre. Dann würde das Löschen des letzten Mitarbeitenden die ganze Abteilung mitlöschen. Meistens nicht das, was ich möchte. Deswegen eine Anomalie. Analog, wenn ich irgendwie was ändere, beispielsweise, weiß ich nicht, die Abteilung möchte einen anderen Bezeichner haben, weil sowas wie Verwaltung nicht mehr so sexy klingt oder so, wollen sie sich umbenennen. Das muss ich jetzt in allen Tupeln hier machen, obwohl eigentlich nur eine Abteilung sich umbenannt hat, auch ein bisschen ungünstig. Das kriegt man meistens in einem normalen, modernen Datenbanksystem aber ganz gut hin, solche Update-Anomalien oder zumindest diese Modifizierung dahin zu kriegen. Dann habe ich halt einen Trigger oder so, der dann sagt, guck bitte in allen Tupeln nach, wo das Ding steht. Dass das da auch geändert wird, ist halt nur ein bisschen wenig performant, weil ich dann halt tatsächlich alle entsprechenden Tupel anschauen muss. Also das sind alles Sachen, die möchte man eher nicht haben und der Grund, warum wir die bekommen haben, ist, dass wir hier Dinge in Relationen zusammengemischt haben, die nicht direkt viel miteinander zu tun haben. Können wir jetzt versuchen, durch Draufschauen auf solche Relationen hinzubiegen, dass man das nicht hat und dann Relationen entsprechend auseinandernehmen. Aber heute werden wir auch noch ein mächtiges Werkzeug kennenlernen, diese Normalformen für Relationen. Dieses Werkzeug, das wird uns dann helfen, sowas zu erkennen. Ja, das, was problematisch ist, ist vielleicht nicht unbedingt diese Modifizierungsanomalien oder diese Konsistenz zu erhalten, dass ich sage, gleiche Dinge gleich benannt oder so. Das kriegt man in einem normalen, modernen System eigentlich hin, aber es dauert halt. Deswegen, normalerweise möchte man das nicht, dass Sachen zusammen in Relationen stehen, die nichts miteinander zu tun haben. Gibt aber auch natürlich wie immer Ausnahmen von der Regel, das ist so dieser zweite Punkt hier. Manchmal ist es aus Performancegründen vielleicht sogar angebracht, Dinge zusammenzupacken, nämlich Dinge, die ständig zusammen abgefragt werden. Dann muss ich nicht erst einen Join durchführen, wenn Sie sich erinnern, Join im klassischen Sinne bedeutet, ich mache ein großes kartesisches Produkt und aus dem selektiere ich mir dann Teile, das ist natürlich auch nicht besonders performant. Und gerade dann kann es Sinn machen, dass ich doch zwei Relationen zusammenpacke, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das liest man manchmal als Denormalisierung. Denormalisierung wird dann heute am Ende der Vorlesung klar. Also man hat keine Normalform mehr. In der Normalform würde ich Sachen nicht zusammenpacken wollen, die nichts miteinander zu tun haben. Heutzutage wird das im Datenbanksystem häufig als so eine View gelöst, dass man sagt, für bestimmte Dinge habe ich halt vorgehalten, die Relationen, die zwei gejoint, die ich ständig zusammen brauche. Wenn ich erkenne, dass ich die immer zusammen brauche, muss ich nicht jedes Mal den Join durchführen, sondern habe das dann einfach als eine Relation da. Anderes Ding, was wir eigentlich vermeiden wollen, und da werden uns Normalformen auch dabei helfen, Nullwerte, also zu viele Nullwerte im Sinne von Null, also nicht die Zahl Null, die Ziffer Null, sondern solche unbestimmten anderen Werte, die sind
kritisch, wenn ich zu viele davon habe, brauche ich eigentlich dafür immer Speicher. Also wird ja irgendwie was vorgehalten, zumindest, dass ich da Null drin ablege, kostet nicht vielleicht ein Byte oder so. Das, wenn ich da zu viele von habe, ist ein bisschen nicht so schick. Meistens ist es auch schwierig, zweiter Punkt, das Ding zu interpretieren. Was bedeutet denn, wenn da Null steht? Heißt es, den Wert kenne ich halt einfach nicht, aber es könnte ihn geben. Heißt das, der Wert, ich kenne den eigentlich, ich wollte nur nicht abspeichern, schon mal irgendwie ein Unterschied, kann ich nicht voneinander unterscheiden, wenn da nur Null drin steht. Oder vielleicht heißt es, eigentlich existiert der Wert, aber halt nicht für dieses Attribut hier. Und wahrscheinlich wird es den auch nie geben, für dieses eine Tupel. Das ist irgendwie unklar. Diese drei Fälle mindestens kann ich nicht voneinander unterscheiden, deswegen schwierig. Und ein drittes Problem, sobald ich irgendwie rechnen will, hatten wir letzte Woche gesehen, wenn ich Count oder Max oder Min oder sowas bestimmen will, oder irgendwas summieren möchte, sind Nullwerte problematisch, weil sie nicht funktionieren an der Stelle. Also beim Aggregieren sind Nullwerte auch immer ein Problem. Die möchte ich also auch vermeiden. Und mit höherwertigen Normalformen ist die Hoffnung, dass wir das auch vermeiden können. Ein drittes oder ein viertes Ding, was ich vermeiden will, je nachdem, ob man die Update-Sachen alle zusammenzählt oder nicht, ist sowas. Dieses falsche Tupel-Ding, das hatten wir auch schon mal vor ein paar Wochen uns angeschaut. Angenommen, ich habe diese Mitarbeiter-Projekt-Relation so aufgebaut, also angenommen das hier wäre mein Datenbank-Ding, und ich projiziere hier auf Teile in irgendeiner Anfrage. Durch Projektion entsteht diese Relation hier und diese Relation hier. Also bei dem einen projiziere ich auf Name und Projektort, also Name und Projektort, und bei dem anderen projiziere ich auf die Personalnummer, Projektnummer, also die zwei hier, die Stunden, den Projektnamen und Projektort. Angenommen, ich habe das in einer Anfrage gemacht und ich joine die jetzt wieder zusammen aus irgendwelchen Gründen, dass ich sage, na, ich wollte erstmal auf den einzelnen Sachen irgendwas zählen, danach joine ich es wieder zusammen, um im Prinzip meine Ausgangsrelation zu bekommen. Da kriege ich ein Problem. Ich werde nicht die Ausgangsrelation wiederbekommen. Wenn man genau hinschaut, das Join-Attribut, wenn ich die beiden miteinander joine, ist Projektort. Das ist das einzige Attribut, was in beiden vorhanden ist. Das Problem, was ich bekomme, ist, Sugarland gibt es hier zweimal und Sugarland gibt es hier zweimal. Projektort ist kein Schlüssel in keiner der beiden Relationen. Deswegen wird jetzt beim Joinen der beiden plötzlich was entstehen, was es vorher nicht gab. Obwohl ich beim Projizieren, also von hier oben auf die beiden, habe ich keinen Fehler gemacht. Ich habe halt einfach nur Attribute ausgewählt, damit Spalten ausgewählt und mir nur die angeschaut. Wenn ich es jetzt wieder zusammenbringe, entsteht plötzlich eine Relation, die es vorher in der, oder entsteht in der Relation ein Tupel oder sogar in dem Fall zwei Tupel, die es vorher nicht gab. Also wenn ich die beiden, die jetzt hier unten standen, wieder zusammenjoine, komme ich das hier als Ergebnis und jetzt habe ich hier plötzlich vier Tupel, bei denen Sugarland steht. Hier oben hatte ich aber nur zwei. Das entsteht jetzt deswegen, weil hier diese zwei Tupel mit diesen zwei Tupeln kombiniert werden. Also insgesamt vier entstehen und nicht wieder nur die zwei von vorher. Die beiden, die hier mit Stern versehen sind, das sind die, die sind sozusagen halluziniert, würde man ja heutzutage für diese Large Language Models sagen. Hier ist es gar nicht halluziniert, es ist halt einfach die natürliche Interpretation vom Join. Es sind Tupel entstanden, die es vorher nicht gab. Was war der Grund? Ja, dass die Originalrelation schon schlecht war, in dem Sinne, dass da semantisch unterschiedliche Dinge zusammengepackt wurden. Wenn ich jetzt in einer der beiden hier wüsste, dass Projektort Schlüssel ist, hätte ich das Problem nicht. Aber es ist jetzt ja aus didaktischen Gründen gerade so ausgewählt, dass es nicht Schlüssel ist. Also wenn in einer der beiden das Join-Attribut Schlüssel ist, dann kann es da ja keine zwei gleichen Werte geben und dann passiert genau dieses Tupel-Vermehrungsproblem nicht mehr. Also das Problem war die Zerlegung. Wenn ich es zerlege und wieder zusammenpacke, bekomme ich plötzlich Sachen, die vorher nicht da waren. Okay, jetzt habe ich hier die Frage schon beantwortet gerade eben. Also warum passiert es nicht, wenn ich einen Schlüssel habe als Join-Attribut, weil dann der Schlüssel eben verlangt, dass es eindeutig ist. Dann habe ich gerade nicht das Problem, dass da mehrere Sachen dieselbe Attributausprägung haben können. All das wollen wir gern vermeiden. Und das, was uns helfen wird, das zu vermeiden, sind die Normalformen, die dann heute hier im dritten Teil tatsächlich kommen. Auf dem Weg zur Normalform müssen wir uns aber erst nochmal mit funktionalen Abhängigkeiten beschäftigen. Klingt nach einem komischen Begriff, hat aber eigentlich nur was damit zu tun, dass ich weiß, was gilt in der realen Welt, welche Attribute bestimmen welche anderen Attributwerte. Also sowas Ähnliches wie Schlüssel. Schlüssel sind ganz klassische funktionale Abhängigkeiten, wo ich sage, wenn ich die Attributausprägung für die Schlüsselattribute kenne, weiß ich eigentlich auch schon, was die Attributausprägungen bei den anderen sind.
weil so ein Schlüssel eindeutig das Tupel bestimmen muss. Was ist eine funktionale Abhängigkeit? Also angenommen, wir haben ein Relationenschema. Ein Relationenschema als Erinnerung ist eine Menge von Attributen. Und ich habe zwei Mengen von Attributen, die nennen wir Alpha und Beta. Kleine griechische Buchstaben sind Attributmengen, große lateinische Buchstaben sind Attribute. Geschwungene Sachen benutze ich irgendwie für Schemata. Also Alpha und Beta sind Teilmengen von Attributen von diesem Relationenschema R. Könnten alle sein, müssen aber nicht alle sein. Dann sage ich, es gibt eine funktionale Abhängigkeit von Alpha nach Beta, die schreibe ich mit so einem Rechtspfeil auf. Das ist jetzt keine logische Implikation, sind ja zwei Mengen, also macht logisch keinen Sinn, hier von einer Implikation zu sprechen. Aber es ist einfach die Schreibweise für die Attribute aus Alpha bestimmen die Attribute aus Beta oder die Attribute aus Beta sind funktional abhängig von denen aus Alpha, Kurzschreibweise. Ja, wann gilt das? Na, wann immer ich mir so ein Tupel auf Alpha anschaue, also ich gucke mir Tupel T1 und Tupel T2 auf Alpha an, die haben dieselben Werte, dann weiß ich schon, die haben auch, wenn ich sie mir auf Beta anschaue, dieselben Werte. Alpha und Beta sind zwei Attributmengen, müssen nicht dieselben sein. Wenn ich sehe, zwei verschiedene Tupel haben auf Alpha dieselben Attributwerte und Beta ist funktional abhängig von Alpha, und dann müssen auch auf Beta die Attributwerte identisch sein. Das muss für alle Tupel gelten. Also nur wenn es für alle Tupel gilt, für alle möglichen Tupel, die es überhaupt geben könnte, nicht nur die, die gerade in der Relation stehen, wenn es für alle möglichen Tupel gilt, dann sage ich, Beta ist funktional abhängig von Alpha. Frage? Die Frage habe ich nicht verstanden, sorry. Also Tupel T1 und Tupel T2 sind Tupel aus einer Relation, beispielsweise sowas hier. Ja, und jetzt nehme ich einfach eine Teilmenge der Attribute, beispielsweise die hier und frage, bestimmen die Werte in der einen Attributmenge die aus der anderen? Also ich frage mich für alle möglichen Tupel, die es überhaupt geben könnte in diesem Relationsschema, R, wann immer ich mir angucke, wie die Attributwerte für diese Alpha-Menge sind, und ich finde es bei Tupel, die gleich sind, wo diese Attributausprägungen gleich sind auf Alpha, dann müssen auch die auf Beta gleich sein. Bedeutet das aber nicht auch nach Redundanz? Weil dann müsste ja. Mit Redundanz hat es erstmal noch nichts zu tun. Die Werte, das sind ja unterschiedliche Attribute. Alpha und Beta müssen nicht dieselben Attributmengen sein. Genau, wenn das so ist, dann sage ich, das eine ist funktional abhängig von dem anderen. Und genau solche Fälle wollen wir möglicherweise vermeiden. Das ist der Weg der Normalform, dass wir sagen, okay, bestimmte funktionale Abhängigkeiten wollen wir nicht haben in unseren Relationsschemata. Andere funktionale Abhängigkeiten wird es auf jeden Fall geben. Ein Schlüssel bestimmt immer die Attributwerte aller anderen Attribute auch. Also bestimmte funktionale Abhängigkeiten wird es immer geben. Ich muss immer einen Schlüssel für eine Relation angeben und ein Schlüssel ist immer das Ding, was so ein Tupel eindeutig identifiziert. Wenn ich die Ausprägung auf dem Schlüsselattributen kenne, weiß ich auch, wie die Werte der anderen Attribute sind. Also diese funktionalen Abhängigkeiten wird es immer geben. Andere funktionale Abhängigkeiten werden wir sukzessive vermeiden wollen. Also je höher die Normalform ist, desto weniger hässliche funktionale Abhängigkeiten uns geben. Also die Beobachtung, dass es manche funktionale Abhängigkeiten geben wird, die Redundanzen erzeugen, die ist genau richtig. Und genau diese funktionalen Abhängigkeiten wollen wir dann irgendwie vermeiden. Und die Frage ist, wie wir das hinkriegen. Und das werden wir, Spoiler, hinbekommen, indem wir Relationen auseinandernehmen wieder. Also das, was wir vorhin gerade hässlich gemacht hatten, wo wir Relationen zusammengepackt hatten und dann gesagt haben, plötzlich haben wir diese ganzen Anomalien, das werden wir jetzt vermeiden, indem wir Relationen dann doch wieder auseinandernehmen. Der Grundbegriff wird aber der funktionalen Abhängigkeit sein. Funktionale Abhängigkeit, immer die Frage, wenn ich eine Attributmenge nehme und die Ausprägung für einen Tupel auf dieser Attributmenge kenne, kenne ich dann auch die Ausprägung auf allen anderen Attributmengen. Wenn ich die auf allen anderen Attributmengen kenne, dann weiß ich, das war ein Schlüssel, was ich habe. Wenn ich aber von einer Attributmenge auf eine andere schließen kann, ohne dass das erste ein Schlüssel ist, das sind meistens hässliche, also in dem Sinne hässliche funktionale Abhängigkeiten, als dass die mir solche Anomalien erzeugen. Deswegen werden wir über die Analyse von funktionalen Abhängigkeiten dazu kommen, dass wir sagen, je weniger unschöne,
hässliche funktionale Abhängigkeiten wir haben, desto besser wird die Normalform sein. Ja, wir sagen dann sowas wie, die Alpha-Werte bestimmen die Beta-Werte funktional. Ich habe jetzt oft das Wort funktional schon weggelassen, weil es einfach noch kürzer geht. Aber wenn ich die Alpha-Werte kenne, dann auch die Beta-Werte kenne. Oder wir sagen sowas wie, Beta-Werte sind funktional abhängig von den Alpha-Werten. Oder wir sagen, die Relation R erfüllt die funktionale Abhängigkeit Alpha nach Beta oder genügt der funktionalen Abhängigkeit Alpha nach Beta. Also da gibt es eine ganze Menge Schreib- und Sprechweisen, die man so in der Literatur findet, sind alle mehr oder weniger dasselbe. Grafisch auf den kommenden Folien werde ich es mal so darstellen. Das Schema ist also eine Menge von Attributen. Und wenn ich jetzt sage, AB bestimmen DE, also AB ist die Menge Alpha, DE ist die Menge Beta, dann wird das so dargestellt, dass es da hier so einen Pfeil gibt, der kann mehrere Ausgangspunkte haben, vereinigt sich dann hier und kann dann mehrere Endpunkte haben. Also hier, das wäre in dem Fall die Kurzschreibweise für AB bestimmt DE, funktional. Manchmal lasse ich diesen Begriff funktional weg. Und A, B, C, D, E, F sind einfach Attribute, also sowas wie Personalnummer oder Ort oder sowas. Das sind semantische Konsistenzbedingungen. Wichtig ist, dass man sich überlegt, was das bedeutet. Das bedeutet, dass irgendwie, deswegen hier kursiv, sachlogisches Verständnis gefragt, also Verständnis der realen Welt. Ich werde solche funktionalen Abhängigkeiten nicht dadurch ableiten können, dass ich auf eine konkrete Ausprägung von so einer Relation schauen kann. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt T gucke ich auf die Relation, denke, ah, irgendwelche Abhängigkeiten gelten oder gelten nicht. Das funktioniert nicht. Also ich muss immer sachlogisch, also aus der realen Welt, darüber nachdenken, ob es funktioniert, dass irgendwas von irgendwas abhängig ist. In einem konkreten Zustand einer Relation könnte es sein, dass ich irgendwelche funktionalen Abhängigkeiten erkenne, die es aber eigentlich gar nicht gibt, die nur daran liegen, dass vielleicht irgendein Tupel noch nicht eingefügt wurde oder so. Also funktionale Abhängigkeiten sind Eigenschaften vom Relationsschema und nicht von den Tupeln, die dann konkret in so einem Schema drin liegen, sondern es geht immer darum, alle möglichen gültigen Ausprägungen sich anzuschauen. Also alle irgendwie denkbar, nicht nur die, die gerade aktuell in der Datenbank gespeichert sind. Große lateinische Buchstaben Attribute, kleine griechische Attributmengen, also können mehrere Attribute sein. Und meistens, weil das Schreiben ein bisschen nervig ist, macht man es ein bisschen kürzer und sagt sowas wie AB, Rechtspfeil C für die Menge A, B bestimmt die Werte der Menge C. Also Kurzschreibweise, ohne Komma, ohne Klammern. Und sowas wie Alpha, Beta für zwei Mengen, damit meint man die Vereinigung. Also wenn ich zwei hintereinander schreibe, meine ich mal die Vereinigung. Wenn ich dieses Projizieren hier mache, dann gucke ich mir also nur so ein Tupel auf dieser Alpha-Attributmenge an. Das war genau dieser Teil hier. Dass ich sage, ich schaue mir das Tupel nur, ich schaue mir nur die Attributwerte in der Alpha-Menge an. Und wenn die beiden gleich sind, dann weiß ich direkt, die beiden sind auch gleich, wenn diese funktionale Abhängigkeit gilt. Gucken wir uns ein Beispiel an. Also noch ein abstraktes, noch keine Mitarbeiter oder sonst was Relationen, die nehmen wir nachher auseinander. Angenommen, ich habe ein Relationsschema A, B, C, D und ich habe im Moment 5 Tupel drin. Dann können wir jetzt fragen, jetzt so, obwohl man es nicht soll, aber wenn man hier genau mit scharfem Auge hinguckt, könnte man manche funktionale Abhängigkeiten vermuten. Und dann müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich in der realen Welt so geht. Funktioniert aber für A, B, C, D nicht so gut, weil ich gar nicht weiß, was das sein soll. Aber wenn ich hier nur drauf schaue, könnte man beispielsweise vermuten, dass A, C bestimmt. Ja, also wenn ich mir die beiden Spalten hier anschaue, obwohl man das nicht machen soll, nur auf einer konkreten Relationausprägung, aber wenn man sich die anschauen würde, würde man erkennen, okay, bei A4 kommt C4 raus, A4 gibt es hier gar nicht nochmal, erstmal kein Problem, A2, A3 gibt es hier auch jeweils nur einmal, kein Problem, A1 gibt es zweimal, da muss ich jetzt überprüfen, ob hier hinten keine unterschiedlichen Werte stehen. Also hier stehen tatsächlich jeweils C1, klingt jetzt erstmal so, als könnte A, C bestimmen. Also jeweils, wenn ich mir die Selektion auf einen Attributwert der Alpha-Menge, in dem Fall soll die Alpha-Menge A sein, ich selektiere auf einen Attributwert, also entweder A4, A1, A2 oder A3, und dann projiziere ich auf das Beta, wenn ich das mache, die beiden, dann muss da immer eine Einermenge rauskommen. Für A4 kommt eine Einermenge raus, da gibt es nur C4, für A2 gibt es nur C3, für A3 gibt es nur C4, für A1 könnte ich ein Problem bekommen,
weil A1 in zwei Tupeln vorkommt, aber es ist jeweils derselbe C-Wert, also auch nur ein Element, die Menge, die ich dann bekomme. Also hier ein Beispiel, so durch drauf gucken würde ich vermuten, könnte sein, dass AC bestimmt. Sicher kann ich mir natürlich nicht sein. Also hier immer schauen, wenn ich das Attribut nur auf diesem, das Tupel nur auf dem einen Attribut anschaue, was könnte das Problem sein? Naja, die in mehreren Ausprägungen vorkommen, und die Frage ist, ist dann das, was in der C-Spalte steht, auch nur ein Wert? Wenn da jetzt hier zum Beispiel C2 stehen würde, könnte ich diese funktionale Abhängigkeit gar nicht erst vermuten, weil ich dann hier zwei unterschiedliche Werte für denselben A-Wert habe. Na, hier in dem Fall ist es aber so, da kommt immer eins raus, also wenn ich mir das hier anschaue. Das bedeutet jetzt aber noch nicht, dass in der Relation, in dem Relationsschema groß R tatsächlich diese funktionale Abhängigkeit gilt. Könnte ja sein, dass noch irgendwie ein Tupel später dazukommt. Also zum Beispiel sowas wie nur eins konstruieren, was das kaputt macht. Und dann irgendwann T6 dazukommt und T6 sieht irgendwie so aus, als ob bei dem A1 kaputt. Irgendwie A1, ja, ein anderes B, B3, ein anderes C, C5 und D4 oder so. Wenn das Tupel jetzt plötzlich dazukommt, weil ich es einfüge, dann gilt diese AC-Abhängigkeit nicht mehr, weil ich, wenn ich jetzt auf diesen A1-Wert schaue und gucke, wie viele Werte gibt es in der C-Spalte dafür, gibt es jetzt plötzlich 2. Also gilt die Abhängigkeit jetzt nicht mehr. Also ein didaktisches, scharf gewähltes Beispiel, wo man gut erkennt, dass man nicht auf die aktuelle Datenbankausprägung schauen sollte. Man könnte funktionale Abhängigkeiten vermuten, die es vielleicht gar nicht gibt, weil einfach das Tupel noch nicht drin war. Also immer drüber nachdenken, was A, B, C und D bedeuten soll. Geht hier in dem Fall nicht, weil wir es nicht wissen, aber in einem konkreten Fall, wie so einer Personaldatenbank oder so, habe ich ja ein semantisches Verständnis davon, was so ein Attribut eigentlich sein soll und was es für Ausprägungen geben kann. Und bei sowas wie einem Schlüssel bin ich mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass der das eindeutig bestimmt, so ein Tupel. Also habe ich dann alle anderen Attribute funktional davon abhängig. Und die Frage ist, gibt es noch andere funktionale Abhängigkeiten? Es gibt eine Frage, ja? In dem Fall hier, ob AB, also ob C funktional abhängig von AB ist. Einfach mal gucken, genau, also wenn wir hier die AB-Menge anschauen, A4, B2 gibt es nur einmal, kein Problem, A2, B2 gibt es auch nur einmal, A3, B2 gibt es auch nur einmal, A1, B1 gibt es hier zweimal, aber es ist jeweils C1 als Wert, ja, auch ein Kandidat. Also AB funktional bestimmt für C, wäre ein Kandidat, wenn ich in die Ausprägung reinschaue. Und auch immer noch, wenn ich das dazu füge, also wenn das Tupel dazukommt, habe ich immer noch das Problem nicht, weil ich ja hier einen anderen B-Wert habe. Wenn ich hier auch noch B1 draus gemacht hätte, auch wieder nicht mehr. Also immer gefährlich, einfach nur auf die aktuelle Relationsausprägung zu schauen, um auf die funktionalen Abhängigkeiten zu schließen, klappt meistens nicht so richtig gut. Also es könnte sein, dass man funktionale Abhängigkeiten vermutet, die es gar nicht gibt. Es gibt ein paar funktionale Abhängigkeiten, die sind in dem Sinne trivial, als dass man damit meint, die sind nicht interessant. Und das sind die, die von jeder Relationsausprägung erfüllt sind. Also zum Beispiel sowas wie die Relation, jede Relation erfüllt die Abhängigkeit, alle Attribute bestimmen alle Attribute. Also die Menge aller Attribute eines Relationsschemas ist funktional abhängig von der Menge aller Attribute eines Relationsschemas. Ja, das ist trivial. Das ist nicht interessant in dem Sinne, meint man mit trivial. Also die kann man nicht überprüfen. Oder sowas wie Schlüssel bestimmen alle anderen Attribute oder so, die sind hoffentlich auch immer erfüllt. Da muss man überlegen, ob man bei den Schlüsseln noch ein bisschen was anderes macht. Voll funktional abhängig, sage ich, also eine Menge von Attributen Beta ist voll funktional abhängig von Alpha, wenn es die funktionale Abhängigkeit gibt, also wenn Beta von Alpha funktional abhängig ist und wenn ich aus Alpha nichts mehr wegnehmen kann. Also wenn ich aus dem linken Teil nichts mehr wegnehmen kann, wenn das minimal ist, dann sage ich, der rechte Teil ist voll funktional abhängig vom linken Teil. Wenn ich noch was wegnehmen könnte, ist er einfach nur funktional abhängig, aber es war noch nicht minimal. Also in dem Fall funktional abhängig heißt, die linke Seite kann ich nicht mehr kleiner machen. Keine Attribute mehr rausnehmen.
Das wird für manche Normalform interessant sein, und das ist aber auch was, was uns hilft zu sagen, was ist eigentlich ein Schlüssel? Angenommen, ich habe ein Relationsschema R und eine Attributmenge über dem Schema. Die interessanten Sachen sind erstmal die zweiten zwei, zu dem ersten sage ich gleich noch was. Dann sage ich, die Attributmenge ist ein Schlüssel, oder manchmal sagt man auch einfach nur Schlüsselkandidat, falls die komplette Attributmenge voll funktional abhängig von Alpha ist. Dann nenne ich die Attribute, die in dem Schlüssel Alpha drin sind, die nenne ich Primattribute. Und einen von den Schlüsselkandidaten zeichne ich üblicherweise als Primärschlüssel aus. Könnte mehrere geben, wähle ich mir einen aus und sage, du bist mein Primärschlüssel, mit der Grundidee, diesen Primärschlüssel benutze ich immer für die Fremdschlüsselbeziehung. Wenn ich jetzt zwischen zwei Relationen einen Fremdschlüsselbezug herstellen will, könnte ich auch den anderen Schlüsselkandidaten nehmen, den ich nicht als Primärschlüssel ausgezeichnet habe. Guter Style ist aber immer, den Primärschlüssel zu nehmen als Fremdschlüssel, damit man das leichter überschauen kann. Also in jeder Relation muss ich einen Primärschlüssel auszeichnen und den benutze ich zum Fremdschlüsselbeziehung herstellen. Jetzt gibt es hier noch den Begriff des Superschlüssels und den muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Super meint sowas wie Obermenge. Super bedeutet nicht toll, sondern super bedeutet, es ist eine Obermenge von einem Schlüssel. Also eine Menge Alpha ist ein Superschlüssel, falls die komplette Menge der Attribute funktional von Alpha abhängt. Aber es muss nicht voll abhängig sein. Also eine Obermenge von einem Schlüssel ist ein Superschlüssel. Der Superschlüssel ist aber meistens dann größer als der Schlüssel. Ich habe noch zu viele Attribute drin. Ich kann es noch kleiner machen. Und die Grundidee bei einem Schlüssel ist ja, dass ich es möglichst klein habe. Also Superschlüssel bedeutet nicht besser, sondern einfach nur, da ist ein Schlüssel drin als Teilmenge. Jeder Schlüssel ist auch ein Superschlüssel, aber eigentlich ist ein Schlüssel noch besser. Also das, was kürzer ist, ist besser. Ja, nur ein paar Bemerkungen. Also sowas wie, welche sind denn trivial? Es sind alle die trivial, bei denen Beta eine Teilmenge von Alpha ist. Also das sind die, die nicht interessant sind. Sowas aufzuschreiben wie AB bestimmt B oder AB bestimmt A oder so, das ist in dem Sinne langweilig, trivial, als dass man es sowieso weiß. Und was man zeigen kann, was wir Ihnen aber nicht mehr als Übungsaufgabe stellen und auch nicht als Klausuraufgabe, ist, dass die einzigen trivialen funktionalen Abhängigkeiten die sind, wo die rechte Seite Teilmenge von der linken Seite ist. Teilmenge bedeutet aber auch, es kann identisch sein. Also deswegen, alle Attribute bestimmen alle Attribute, ja, okay, kann man hinschreiben, ist aber langweilig, weiß man sowieso. Man sagt manchmal auch, irgendwas ist partiell von etwas abhängig, um zu sagen, es ist nicht vollabhängig, sondern was anderes. Also Alpha bestimmt Beta, aber nur partiell, wenn ich noch einen A finde, was ich rausnehmen kann. Also sowas wie bei einem Superschlüssel, der eine echte Obermenge von einem Schlüssel ist, könnte ich noch was rausnehmen. Das heißt, wir sagen dann, dieses Attribut, was ich oder die Attributmenge, die ich auf die rechte Seite geschrieben habe, die ist nur partiell abhängig von dem, was auf der linken Seite stand, also dieses Alpha hier, weil ich aus Alpha noch was hätte rausnehmen können und immer noch die funktionale Abhängigkeit habe. Der Begriff wird später nochmal interessant, wenn wir über Normalformen sprechen, weil wir manchmal sagen, ah, irgendwelche partiellen Abhängigkeiten wollen wir auch nicht haben. Wenn ich von voller funktionaler Abhängigkeit spreche, ist es meistens wichtig, wenn ich irgendwie einen Bezug zu den Schlüsselattributen oder zum Schlüssel herstellen will. Und Superschlüssel, wie gesagt, sind nicht besser, sondern eigentlich schlechter als Schlüssel, weil die einen Schlüssel enthalten und ich aber noch nicht so weit gekommen bin, zu sagen, welcher Teil ist denn jetzt der Schlüssel. Insbesondere ist immer die Menge aller Attribute auch ein Superschlüssel, ist aber ein langweiliger Superschlüssel, weil ich auf jeden Fall hoffe, noch was rausnehmen zu können. Gut, und das mit dem Primärschlüssel hatte ich schon gesagt. Also warum zeichne ich einen aus, damit ich immer den als Fremdschlüssel in den anderen Relationen benutze und sagen kann, wenn ich eine Fremdschlüsselbeziehung herstellen will, also solche relationenübergreifenden Constraints herstellen möchte, dann benutze ich bitte immer den Primärschlüssel und nicht irgendeinen anderen Schlüssel. Funktionale Abhängigkeiten werden jetzt das Werkzeug sein, was uns hilft, über Redundanzen hinwegzukommen oder diese ganzen Anomalien zu vermeiden, weil wir uns anschauen, welche funktionalen Abhängigkeiten in der Relation gelten könnten und dann sagen, wenn da welche dabei sind, die uns nicht gefallen, funktionale Abhängigkeiten, muss man die Relation verändern. Das wird jetzt im nächsten Teil, dann kann ich hier nicht zu einer anderen Folie wechseln,
Ich überspringe mal ein paar Folien, die können Sie dann auch für die Klausurvorbereitung überspringen. Wir springen zu Folie 44. Also wir benutzen jetzt die funktionalen Abhängigkeiten und fragen uns, welche funktionalen Abhängigkeiten gelten in dieser Relation, in dieser Relation, in dieser Relation. Wenn ich irgendwelche funktionalen Abhängigkeiten in einer Relation finde, die mir nicht gefallen, sage ich, irgendeine gewisse Normalform ist nicht erfüllt und ich möchte aber auf eine höhere Normalform kommen, weil ich dann weiß, je höher die Normalform, je besser die Normalform in Anführungsstrichen, desto weniger von diesen ekligen Anomalien habe ich, die wir am Anfang uns angeschaut haben. Also Normalisierung oder Normalform herstellen wird jetzt ein Werkzeug sein, um aus Relationsschemata bessere, in Anführungsstrichen, Relationsschemata herzustellen und zu sagen, die besseren, die minimieren die Anzahl von Redundanzen oder die minimieren die vorhandenen Redundanzen. Kann manchmal sein, dass ich manche Redundanzen nicht wegkriege, weil ich sage, ich will gar nicht so eine komische hohe Normalform haben, sondern irgendwie aus Effizienzgründen muss ich zwei Sachen in einer Relation speichern, damit ich die nicht ständig irgendwie über Joins oder sowas erzeugen muss. Aber im Prinzip, je höher die Normalform, desto weniger Redundanzen und desto weniger von diesen Anomalien hat man. Anomalien und Redundanzen gehen ja so ein bisschen Hand in Hand, hatten wir am Anfang wieder in den Beispielen gesehen. Wenn ich Sachen mehrmals abspeichere, muss ich sie beim Ändern auch mehrmals ändern und das sind dann häufig Formen für Anomalien. In der Vorlesung werden wir uns anschauen, erste Normalform, zweite und dritte. Boyce-Codd könnte man auch noch machen, schaffen wir heute aus Zeitgründen aber nicht mehr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur bis hier an die Stelle gehen. Erste Normalform ist ein relativ einfaches Ding. Zweite und dritte, da muss ich dann funktionale Abhängigkeiten überprüfen. Und für Boyce-Codd könnte ich noch mehr funktionale Abhängigkeiten überprüfen. Und je drastischer ich die einschränke, die erlaubten funktionalen Abhängigkeiten, desto höherwertig wird die Normalform sein. Und desto weniger Anomalien und Redundanzen werde ich haben. Ich sage, so ein Schema ist in einer gewissen Normalform und sage da meistens immer nur die höchste Normalform, weil auf dem Weg wird es so sein, dass jede Relation, die in zweiter Normalform ist, auch in erster ist, jede, die in dritter ist, ist auch in zweiter und so weiter. Also je höher, desto besser. Die geringwertigeren, die sind auch immer dann mit enthalten. Wichtig ist aber auch, wenn ich die Normalform für alle Relationen irgendwie auf dritte Normalform oder Boyce-Codd oder sowas gebracht habe, das heißt noch nicht, dass ich jetzt eine tolle Datenbank entworfen habe. Das heißt erstmal nur, ich habe wenig Redundanzen und wenig Anomalien. Aber vielleicht habe ich ganz am Anfang beim Modellieren der realen Welt einen Fehler gemacht, irgendwas Wichtiges vergessen, das können mir die Normalformen natürlich dann auch nicht mehr retten. Das, was ich im ER-Modell und beim Übersetzen ins Relationenmodell vergessen habe, also irgendwie ein Entity-Typ in der realen Welt oder so, den ich nicht mitmodelliert habe, das kann ich über die Normalformen Herstellerei nicht mehr retten. Das kann ich nur retten, wenn ich das Modell wieder ändere. Erste Normalform, die ist leicht. Erkennt man eigentlich immer an sowas, dass es Attribute gibt, die mehrwertig sein könnten, also mengenwertig beispielsweise. Wenn es sowas nicht gibt, also wenn die Domäne, die Attributdomäne von jedem Attribut nur einwertig ist, dann oder nur atomare Werte enthält, dann sage ich es erste Normalform. Hier ist eine Beispielrelation, die nicht in erster Normalform ist. Ich habe also gesagt, für die Abteilung einer Firma, das ist ja so eine Relation, die uns die ganze Zeit begleitet hat, Abteilung 5 hat drei Orte und die schreibe ich als eine Menge hin. Wenn sowas erlaubt ist, ist es schon mal nicht erste Normalform. Wenn sowas nicht erlaubt ist, ist es erste Normalform. Also wenn alles atomare Werte sind, ist es erste Normalform. Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Also wenn ich jetzt erkenne, irgendwas ist nicht erste Normalform, wie kriege ich erste Normalform hin? Es gibt drei Möglichkeiten, zum Beispiel die, dass ich sage, okay, ich schreibe es halt einfach als drei Tupel untereinander. Nicht so schön, weil, was passiert? Ich habe ja genau die Redundanzen hier vorne wieder. Also die Abteilungsnummer kommt hier dreimal, der Bezeichner kommt dreimal, die Chefpersonalnummer kommt dreimal. Nicht so schön. Das wäre Möglichkeit 1, wollen wir wahrscheinlich nicht. Möglichkeit 2, das ist die, die man üblicherweise benutzt. Und das ist auch das, was beim Herstellen der anderen Normalform dann immer das Mittel zum Zweck ist. Ich zerlege es in zwei Relationsschemata. Also ich nehme das mehrwertige Attribut und schreibe es in eine neue Relation mit dem alten Schlüssel. Also das mehrwertige Attribut war hier Abteilungsorte, der alte Schlüssel ist Abteilungsnummer. Dieses mehrwertige Attribut sondere ich aus in eine andere Relation. Die drei bleiben zusammen. Und in der anderen Relation muss ich aber irgendwie sagen, wozu gehört es. Dann nehme ich diesen Primärschlüssel hier nochmal als Fremdschlüssel auf. Also hier habe ich die drei Attribute, hier habe ich diesen Abteilungsort,
Der ist jetzt einwertig, da kann ich jetzt also drei Tupel hinschreiben und sage, okay, Abteilungsnummer 5 hat einen Ort 1, Ort 2, Ort 3. Das wäre so die Art, wie man es wahrscheinlich sauber machen würde, um möglichst wenig neue Anomalien zu erzeugen oder Redundanz zu erzeugen. Es gibt noch eine dritte Art, was ich machen könnte. Ich hätte auch in der Originalabteilungsrelation sowas machen können wie also ich habe Abteilungsname, Abteilungsnummer als Schlüssel. Wie gesagt, Sortierung macht meistens, man würde den Schlüssel wahrscheinlich ziemlich weit vorne hinschreiben, aber ansonsten gar nicht so wichtig. Ich habe die Chefpersonalnummer und dann habe ich vielleicht sowas wie, wenn ich vorher weiß, es gibt maximal drei Abteilungsorte, Abteilungsort 1, Abteilungsort 2 und Abteilungsort 3 oder so. Ist deswegen hässlich, weil ich jetzt plötzlich hier hinten für eine Abteilung, die nicht drei Abteilungsorte hat, wieder Nullwerte habe. Deswegen wäre so die eigentliche Lösung diese zweite Art, wie man es machen sollte. Die erste ist unschön, weil ich mir Redundanz einhandle. Das hier mit diesem Wiederholen des Attributs und dann Durchzählen ist unschön, weil ich entweder Nullwerte erzeuge oder selbst wenn alle Abteilungen drei Abteilungsorte haben, dann habe ich so eine Art Hierarchie. Ich sage, das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte, wollte ich vielleicht gar nicht andeuten. Also so eine Sortierung ist vielleicht auch in einer gewissen Weise fragwürdig. Deswegen der normale Weg, wie man was Mengenwertiges als Attribut in was von erster Normalform bringt, ist das Zerlegen. Ich nehme das eine Schema und zerlege es in zwei. Manchmal spricht aber was dafür, zum Beispiel das dritte zu machen, wenn ich sage, ich brauche eigentlich immer alle Abteilungsorte und dann muss ich das eigentlich immer joinen. Wenn ich das immer joinen muss, mache ich vielleicht doch wieder sowas da draus, mit dem Durchzählen oder so. Aber rein ich will möglichst wenig Redundanzen und keine Nullwerte und sowas, Anomalie-Sicht, würde man diese zweite Art bevorzugen und sagen, so zerlege ich ein Schema in erste Normalform. Es gibt aber auch einen großen Bereich der sogenannten NF2-Datenmodellierung. Das steht dann für, also NF, warum ist das hier quadriert? Non-First, also NF einmal, Normalform, NF zweimal. NF2 ist sowas, wo ich eben gerade diese mengenwertigen Sachen erlaube. Dann hat man aber nie diese erste Normalform erfüllt. Deswegen Non-First, Normalform. Interessiert uns hier erstmal nicht weiter. Wir sagen, wir zerlegen es in zwei Schemata oder wir wiederholen das Attribut, je nachdem, was aus Anwendungssicht vielleicht günstiger ist im Effizienzgedanken. Präferierte Lösung normalerweise zwei Schemata. Erste Normalform haben wir erledigt. Da guckt man einfach nur, gibt es mengenwertige Attribute? Wenn nicht, alles schick. Zweite Normalform fragt jetzt, ist es ein Schema in erster Normalform, also es darf keine mengenwertigen Attribute geben und dann kenne ich noch die Schlüsselkandidaten. Also für ein Relationsschema kann es ja verschiedene Schlüsselkandidaten geben, vielleicht habe ich sowas wie so einen künstlichen Schlüssel und dann ist vielleicht noch Name, Vorname, Geburtsdatum oder so ein Schlüssel, weil ich nicht so viele Mitarbeitende habe, dass sich Namen mit Geburtsdaten doppeln würden oder so, dann habe ich auf jeden Fall zwei Schlüsselkandidaten vielleicht, also ich kenne die Menge der Schlüsselkandidaten und ich weiß, das Schema ist in erster Normalform. Also es gibt keine mengenwertigen Attribute. Wann sage ich jetzt, dass ein Schema in zweiter Normalform ist? Formulierungsvariante 1 wäre zu sagen, okay, es ist in zweiter Normalform, 2NF. Wichtig, nicht verwechseln mit NF2. 2NF ist was anderes als NF2. Also zweite Normalform, steht die 2 vorne. Non-First Normalform, steht die 2 hinten. Und auch eigentlich als Superskript. So, was überprüfe ich, wenn es in zweiter Normalform sein soll? Na, ich muss überprüfen, ob jedes Nicht-Schlüsselattribut, Nicht-Schlüsselattribute sind alle die, die in keinem dieser Schlüssel enthalten sind, steht hier nochmal, also ein Attribut ist ein Nicht-Schlüsselattribut, wenn es ein Attribut ist, was in keinem der Schlüsselkandidaten enthalten ist. Okay, was soll gelten? Jedes Nicht-Schlüsselattribut muss voll funktional von jedem Schlüssel abhängen. Was bedeutet voll funktional gleich wieder? Ich kann nicht irgendwie aus dem Schlüssel noch was wegnehmen und habe die funktionale Abhängigkeit immer noch. Also jedes Nicht-Schlüssel-Attribut, egal welches ich mir angucke, kann mehrere geben, muss von jedem Schlüssel, auch da egal welcher, kann mehrere geben, voll funktional abhängig sein. Ich darf aus dem Schlüssel nichts mehr wegnehmen können. Also für alle funktionalen Abhängigkeiten
die ich mir für so eine Relation sachlogisch überlege, also was gilt in der realen Welt. Für alle die muss ich überprüfen, ist das links immer ein Schlüssel, wenn rechts das ein Nicht-Schlüsselattribut ist. Das hat auch jemand nochmal so ein bisschen anders aufgeschrieben, ist ein bisschen unhandlicher. Ich merke mir eigentlich selber immer das hier, weil man das mit diesem einfachen Vollfunktionalitätsbegriff hinkriegt. Zweite Formulierung, äquivalente Formulierung. Das Schema ist in zweiter Normalform, falls es keine partiellen Abhängigkeiten zwischen dem Schlüssel- und Nicht-Schlüsselattributen gibt. Ja, partielle Abhängigkeiten hatten wir auch quasi mit vollfunktional abhängig erklärt. Also im Prinzip sieht man schon, partiell und vollfunktional, das hat was miteinander zu tun. Bei der einen Formulierung benutze ich den Begriff der vollfunktionalen Abhängigkeit, bei dem anderen der partiellen Abhängigkeit. Wenn das Ganze sich aus Formel überlegt, darf also Folgendes nicht gelten: Es darf keinen Schlüssel geben und es darf keine Attributmenge geben und es darf kein Attribut geben, sodass das Ding also ein Schlüssel ist, das Ding eine Teilmenge, eine echte Teilmenge. Hier steht echte Teilmenge, also es muss wirklich weniger als der Schlüssel sein. Die Attributmenge Alpha muss also echte Teilmenge von einem Schlüssel sein. Und dann muss es noch ein Attribut geben, was in keinem Schlüssel enthalten ist und dieses Alpha bestimmt das A. Das alles darf nicht gelten. Dann sage ich, okay, zweite Normalform. Also im Prinzip gehe ich so meine Menge von funktionalen Abhängigkeiten durch, die nicht trivial sind. Die trivialen, da ist immer das auf der rechten Seite, Teilmenge von dem der linken Seite, die interessieren uns sowieso nicht. Ich gehe die nicht trivialen durch und frage mich, ist das immer entweder eine vollfunktionale Abhängigkeit von einem Schlüssel, wenn da rechts ein Nicht-Schlüsselattribut steht, oder ist was anderes passiert? Und wenn was anderes passiert ist, wenn ich da ein Nicht-Schlüsselattribut finde, was partiell abhängig von einem Schlüssel ist, oder eben nicht vollfunktional abhängig von einem Schlüssel ist, dann muss ich was machen. Das ist dann nämlich eine funktionale Abhängigkeit, die ich vermeiden muss, wenn ich zweite Normalform erzeugen möchte. Wie vermeide ich sowas? Erstmal rein grafisch, ich will es wieder zerlegen. So ähnlich wie bei der ersten Normalform. Das hier ist mein Originalschema. Das hier vorne sind alles Schlüsselattribute, inklusive dieses hellgrünen Schraffierten hier. Und hier hinten ist irgendein Nicht-Schlüsselattribut. Und dieses Nicht-Schlüsselattribut, oder könnten auch mehrere sein, hier hinten, die sind voll funktional abhängig von einem Teil, von irgendeinem Schlüssel. Das hier könnte ein Attribut sein, könnten auch zwei sein. Also wenn das hier, diese funktionale Abhängigkeit, dieser Pfeil soll die funktionale Abhängigkeit andeuten, wenn das tatsächlich existiert, ist dieses Schema, was hier links steht, nicht in zweiter Normalform. Aber ich kriege es leicht in zweite Normalform, zumindest näher an zweite Normalform ran. Angenommen, das wäre die einzige funktionale Abhängigkeit, die dagegen spricht. Ich zerlege es. Ich nehme diesen beigen Teil hier raus und ich nehme diesen hellgrünen Teil hier raus und sage, okay, ihr kommt in ein neues Schema. Aus dem Originalschema habe ich aber den beigen Teil rausgenommen, den hellgrünen Teil lasse ich drin. Und das hier, das Weiße, ist dasselbe wie vorher. Frage? Ich gehe davon aus, dass ein Schlüsselattribut aus mehreren Schlüsselattributen, jeder dieser von denen hat einen einzigartigen Eintrag in deinem Gegentube. Oder kann es Doppelung geben, weil dann hätte sich vielleicht geeignet, mehrere Also für ein konkretes Schlüsselattribut ist die Frage, kann, also für einen konkreten Schlüssel weiß ich, dass die Attributausprägungen eindeutig sein müssen. Aber es kann ja einen Schlüssel geben, der besteht aus fünf Attributen. Und das fünfte kann dann einen Wert mehrmals annehmen, aber eben nicht in Kombination mit demselben anderen Attributwert für einen Schlüssel. Was? Da muss ich nochmal zurückfragen. Die Frage verstehe ich noch nicht richtig. Also bei einem Schlüssel, Schlüssel bedeutet, ich habe eine Menge von Attributen, von denen hängen alle anderen Attribute voll funktional ab und ich kann den nicht mehr kürzer machen. Bedeutet dieses voll funktional abhängen. Aber den Schlüssel könnte schon fünf Attribute lang sein. Also könnten fünf verschiedene Attribute einen Schlüssel bilden. Dann weiß ich, wann immer ich eine konkrete Ausprägung dieser fünf Werte zusammensehe, die anderen Werte hängen davon ab, also da kann es dann immer nur einen geben. Genau, aber in dem Fall bildet man sich über einen Schlüssel von mehr. Ich wähle mir überhaupt keinen Schlüssel. Ich wähle mir ein Attribut, was in irgendeinem Schlüssel drin ist. Das hellgrüne ist kein kompletter Schlüssel, sondern es ist ein Attribut, was in irgendeinem Schlüssel drin ist. Es könnte auch ein Schlüssel sein, aber es muss nicht. Es könnte sein, dass das hier zum Beispiel so ein künstliches Ding ist wie eine ID.
Aber wenn es nur eins ist, dann ist es automatisch, wenn es Schlüssel ist, ist der Rest voll funktional abhängig. Also das ist kein Fall, den ich hier ausschließen muss. Da muss ich nichts zerlegen. Also wenn ich sowas habe wie so eine künstliche ID und sage, okay, das ist einer von meinen k vielen Schlüsseln. Und ich habe den so erzeugt, dass es eine eindeutige ID ist, dann ist der hierfür erstmal uninteressant, weil ich den sowieso nicht mehr kleiner machen kann und dann alle anderen Attribute sowieso voll funktional davon abhängen. Interessanter sind halt die Schlüsselkandidaten, die mehr als ein Attribut lang sind. Von denen könnte ich theoretisch noch was wegnehmen und da frage ich, wenn ich da was wegnehme, gibt es dann plötzlich Abhängigkeiten zu irgendwelchen Nicht-Schlüsselattributen A? Also hier die Frage, ist das eine echte Teilmenge von einem Schlüssel? Eine echte Teilmenge kriege ich natürlich nur hin, wenn der Schlüssel mehr als ein Attribut lang war. Ansonsten habe ich die leere Menge und die ist auch wieder uninteressant. Also ist eine echte Teilmenge von einem Schlüssel, der mehr als ein Attribut hatte, und gibt es dann ein anderes Attribut, was in keinem Schlüssel drin ist, was davon abhängt? Das hier frage ich mich. Und wenn ich so eine funktionale Abhängigkeit finde, dann sage ich, oh, schlecht, nicht zweite Normalform. Ich muss was machen, sodass es die nicht mehr gibt. Wenn ich das so zerlege, gibt es die nicht mehr, weil dann dieses Grüne hier Schlüssel wird. Dieses Hellgrüne war vorher nur ein Teil von dem Schlüssel. In der Relation hier ist es aber Schlüssel. Ich habe gleich noch eine andere Visualisierung, wo man nochmal sieht, dass es Wertegleichheit geben kann und dass die danach nicht mehr schlimm ist. Das Wichtige ist, wenn ich die Relation zerlege, dieses Hellgrüne wird Schlüssel in der neuen Relation und das Beige ist in der alten Relation dann rausgenommen. Das Hellgrüne ist aber noch drin. Das ist so eine Art, hier ist es Schlüssel, hier ist es dann Fremdschlüssel in der vorherigen Relation. Also ich kann es zerlegen und diese Zerlegung, die wird immer so sein, dass ich genau das mache, was hier so visuell dargestellt ist. Gucken wir uns das hier in dem Beispiel etwa an. Das ist eine Belegung von Studierenden für Vorlesungen oder so, die nicht in zweiter Normalform ist, weil Folgendes gilt. Ich habe gesagt, Matrikelnummer, Vorlesungsnummer soll Schlüssel sein. Ich habe noch den Studierendennamen hier mit drin und in welchem Semester die gerade studieren. Das heißt, die Schlüsselabhängigkeit ist A und B zusammen, bestimmt C und D. Und wenn ich hier aber genau reingucke und vielleicht auch aus sachlogischer Sicht relativ klar, die Matrikelnummer alleine bestimmt auch schon den Namen und das Semester. Aber noch nicht die Vorlesungsnummer. Jetzt habe ich hier aber wieder semantisch unterschiedliche Sachen vermischt. Ich habe sowas wie Personeninformationen, also Studenten mit Matrikelnummern und in welchem Semester sind die und wie heißen die, vermischt mit, in welche Vorlesung gehen die eigentlich. Das ist also semantisch zwei Sachen zusammengewürfelt und ich werde jetzt hier dann erkennen, okay, das kann nicht zweite Normalform sein. Kann ich schon an dieser konkreten Ausprägung hier erkennen, weil ich sage, okay, die Matrikelnummer, von der weiß ich sachlogisch, die Matrikelnummer ist eindeutig für Personen, die immatrikuliert ist an der Uni, also bestimmt das immer den Namen und das Semester schon von der Person mit. Wenn ich die Matrikelnummer kenne, weiß ich, wer es ist. Wenn ich Matrikelnummer und Vorlesungsnummer kenne, weiß ich aber auch, wer es ist und in welchem Semester die sind. Das ist zwar hier Schlüssel für diese Studentenbelegung, weil ich sonst diese Vorlesungsnummer, habe ich hier ein Problem, da gibt es manchmal welche, die belegen mehrere Vorlesungen. Ich brauche also die Vorlesungsnummer auch mit und das habe ich dann also diese funktionale Abhängigkeit von einem Teil eines Schlüssels, also von diesem Teil des Schlüssels A hängen C und D aber auch schon an. Und das ist was, das möchte ich vermeiden. Hier in dem Fall kann man auch leicht sehen, was ich vermeiden möchte. Ich habe hier eine ganze Menge Redundanzen drin. Schopenhauer kommt zweimal vor, Carnap kommt sogar viermal vor. Und wenn jetzt das Semester von Carnap, wenn er jetzt irgendwie ein Semester aufsteigt und quasi jetzt nach Vorlesungs- oder Semesterende ins Vierte kommt, muss ich das in vier Tupeln ändern. Das ist ein bisschen unhandlich. Also diese Redundanz möchte ich vermeiden. Und ich erkenne, dass es diese Redundanz gibt, weil ich sehe, ah, da gibt es einen Teil von dem Schlüssel, das Attribut A, also hier Matrikelnummer, was schon die anderen beiden Nicht-Schlüsselattribute bestimmt. Hässlich. Okay, also muss ich es zerlegen. Ich werde es jetzt also so zerlegen, dass ich sage, diesen Teil mit den Attributen, die der bestimmt, sondere ich in eine andere Relation aus. Das wird jetzt hier in dem Fall sogar die größere sein. Also ich sondere hier zwei Nicht-Schlüsselattribute mit einem Schlüsselattribut aus, das sind drei, und übrig bleiben dann nur zwei. Also das, was ich wegsplitte, ist sogar der größere Teil hier in dem Fall. Also hier würde ich sowas draus machen, wie vielleicht die eigentliche Studierenden-Semantik, wer gehört zu welcher Matrikelnummer, beziehungsweise welche Matrikelnummer ist wer, und dann wer besucht welche Vorlesung. Und jetzt ist hier Matrikelnummer in der höheren
Vorlesung Teil des Schlüssels, aber ist auch Fremdschlüssel bezüglich der Studierendenrelation. Also auseinandergenommen, und jetzt habe ich plötzlich nicht mehr diese komische Teilabhängigkeit. Hier ist es ja sowieso uninteressant, weil das alles Schlüsselattribute sind. Und hier in der ist der Schlüssel eben jetzt auch so kurz, dass ich nichts mehr rausnehmen kann. Deswegen zweite Normalform erzeugt. Das muss nicht immer so sein, sondern ich könnte in der Originalrelation, aus der ich aussortiert habe, danach immer noch mal überprüfen müssen, ob jetzt die zweite Normalform erhalten ist. Also hier ist es einfach dadurch erhalten, dass kaum noch was übrig geblieben ist, außer der Schlüssel. Könnte aber sein, dass ich noch irgendwelche anderen Attribute habe, die jetzt von dem anderen Teil vom Schlüssel partiell funktional abhängig sind. Dann muss ich nochmal splitten. Also bei der Ausgangsrelation kann es sein, dass es verschiedene funktionale Abhängigkeiten gibt, die die zweite Normalformbedingung verletzen. Und wenn ich die jetzt nicht zufällig alle zusammen auf einmal aussortiert habe, könnte es sein, dass ich es jetzt nochmal überprüfen muss. Ja. Also in dem Beispiel gab es diese Matrikelnummer bestimmt Name Semesterabhängigkeit. Das habe ich jetzt nicht hintereinander geschrieben, weil es dann hässlich wird. Bei A, B, C geht es, aber bei Name Semester nicht. Die Anomalien, die ich bekommen hätte, wenn ich das behalte, wenn ich es in einer Relation habe, ist also sowas, was macht man denn mit denen, die überhaupt keine Vorlesung gerade besuchen? Die machen sowas wie so ein Urlaubssemester oder so. Oder was mache ich, wenn jemand ins vierte Semester kommt, den ich da viermal drinstehen habe, also hier an der Stelle viermal, oder Studierende, die keine Vorlesung besuchen, weil Vorlesung ja Teil des Schlüssels ist, kann ich da keine Nullwerte haben. Gibt es also plötzlich keine Studierenden, die keine Vorlesung besuchen. Oder sowas wie eine Löschanomalie, wenn jetzt jemand hier, der nur eine Vorlesung gerade besucht, sagt, gehe ich doch nicht mehr hin, ich trage mich aus der Vorlesung aus, ist dann der Student weg? Auch komisch, will man nicht. Und dadurch, dass ich das auseinandergenommen habe, habe ich diese Anomalien jetzt vermieden, die von dieser einen funktionalen Abhängigkeit erzeugt wurden. Ganz wichtig nochmal, ich sage es zum dritten oder so mal, zweite Normalform ist nicht NF2. Also 2NF ist was anderes als NF2. Schon die Reihenfolge ist wichtig, sollte man nicht verwechseln. So, in der zweiten Normalform habe ich jetzt also sowas geschaut wie, gibt es einen Teil von irgendeinem Schlüssel, der irgendwelche Nichtschlüsselattribute, könnten auch mehrere sein, muss nicht nur eins sein, tatsächlich bestimmt. Dann ist das Nichtschlüsselzeug funktional abhängig von einem Teil vom Schlüssel, also partiell abhängig. Das möchte man nicht. Wenn ich sowas habe, dass das partiell abhängig ist, dann kann ich die Redundanzen, die wir eben in dem Beispiel konkret gesehen haben, die kann ich gar nicht vermeiden. Es wird immer so sein, dass ich Werte habe, wo hier gleiche Ausprägungen sein können. Das ist jetzt vielleicht so das, was die Frage vorhin war, die Sie gestellt hatten. Also es kann sein, dass dieses in dem hellgrünen, angenommen es ist nur ein Attribut A, in dem hellgrünen Teil kann es Attributausprägungen geben, die jetzt hier so sehr dunkelgrün dargestellt sind, die sind immer gleich. Also die dunklen, die sollen gleich sein. Und da die jetzt aber funktional das bestimmen, was in dem B-Teil steht, sind die da auch gleich, die B-Sachen. Also die dunkelbeigen Sachen sind gleich. Das liegt daran, dass ich weiß, es gibt diese funktionale Abhängigkeit. Und damit habe ich hier Sachen mehrmals drinstehen in der Relation, die ich nicht auseinandergenommen habe. Und damit habe ich Redundanz. Also das kann ich gar nicht vermeiden, wenn es so eine funktionale, partielle funktionale Abhängigkeit von einem Schlüssel gibt. Oder wenn nicht jedes Nichtschlüsselattribut voll funktional von jedem Schlüssel abhängt. Dann kann ich das nicht vermeiden. Dann habe ich automatisch Redundanz, Möglichkeiten. Und die will ich aber vermeiden, deswegen nehme ich es auseinander. Wenn ich es auseinandernehme, sind ja die Einträge hier alle nur noch ein Tupel in der neuen Relation, weil ich das nicht mehrmals drin habe. Ich habe in der neuen Relation diesen dunkelgrünen Teil mit diesem dunkelbeigen Teil nur einmal stehen und nicht viermal stehen. Also habe ich die Redundanz vermieden. Wenn ich aber dann ganz oft doch wieder alles zusammenpacke, komme ich die Redundanz wieder rein. Wenn ich oft diesen Join durchführe, ist in dem Join-Ergebnis dann einfach das redundante Zeug wieder mehrmals drin. In meinen Originalschemata nicht, aber wenn ich die halt dann häufig doch joine, dann ist es da wieder da. Kann man nicht ändern. Aber meine Originalschemata haben erstmal die Redundanz vermieden und wenn ich da irgendwas ändere, dann habe ich diese Löschanomalien beispielsweise nicht mehr. Letzte Normalform, nach 2 kommt 3, also letzte, die wir uns in diesem Semester hier anschauen. Dritte Normalform. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Formulierungen, die aber alle äquivalent sind. Manche davon sind aber leichter zu überprüfen als andere.
Erste Formulierung, das ist wahrscheinlich eine, die man gut überprüfen kann. Deswegen steht sie hier an Stelle 1. Ist aber nicht die, die man klassischerweise in den Text, in den Lehrbüchern findet. Also ein Relationsschema, was in erster Normalform ist. Wichtig, erste Normalform muss es trotzdem sein. Es darf keine mehrwertigen Attribute geben. Ist in dritter Normalform. Und der wichtige Teil ist, hier kommt die zweite gar nicht vor. Ich habe jetzt nicht gesagt, es muss in zweiter sein und ist dann in dritter. Okay, ist in dritter Normalform, wenn für jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit, also ich interessiere mich nicht für die, wo das, was rechts steht, eine Teilmenge von dem, was links ist, ist. Wenn für jede nicht-triviale Abhängigkeit gilt, rechts steht nur ein Attribut, links steht eine beliebig große Attributmenge und mindestens eine der Bedingungen ist für sowas hier zu erfüllen. Entweder ist das links ein Superschlüssel, also irgendeine Obermenge von einem Schlüssel, oder rechts ist ein Primattribut, also ein Attribut, was in irgendeinem Schlüssel vorkommt. Also ich muss eigentlich nur für alle funktionalen Abhängigkeiten, die jetzt spannend sind, die ich für die Relationen finde, also diese nicht-trivialen, lassen wir außen vor, überprüfen, steht links ein Superschlüssel, also eine Obermenge von irgendeinem der Schlüssel für die Relation, und steht rechts mindestens ein Schlüsselattribut. Die rechten Seiten sind jetzt nur noch einzelne Attribute, die ich mir anschaue. Deswegen kann ich das leicht überprüfen. Ich kann mal erkennen, ist links das eine Obermenge von einem der Schlüssel oder ist rechts das wenigstens ein Primattribut. Wenn ich nur solche habe, sage ich dritte Normalform. Wenn ich irgendeine funktionale Abhängigkeit habe, bei der links kein Superschlüssel steht oder wo rechts kein Primattribut steht, sage ich noch nicht dritte Normalform. Muss ich noch was machen? Was werde ich machen? Ich zerlege es wieder, abhängig von den funktionalen Abhängigkeiten, die es stören. Zweite Formulierung, das ist die, die man in den gebräuchlichen Lehrbüchern findet, ist, dass man sagt, okay, es muss in zweiter Normalform sein und es darf keine transitiven Abhängigkeiten geben zwischen Schlüsseln und Nicht-Schlüssel-Attributen. Okay? Also klingt ganz anders, ist aber logisch äquivalent zu der ersten Formulierung. Die hier ist ein bisschen schwieriger zu überprüfen, in dem Sinne, dass ich erstmal prüfen muss, ist es denn überhaupt zweite Normalform? Und das ist wichtig, werden wir uns gleich, kann ich mal ein Beispiel zeigen. Wo es eventuell ein Problem gibt, wenn ich nicht noch überprüfe, ob es in zweiter Normalform war. Aber diese transitive Abhängigkeit, so optisch sieht die dann so aus, ich habe beispielsweise wieder die Relation mit den vier Attributen A, B, C und D. A und B zusammen sind Schlüssel. Das heißt, diese funktionalen Abhängigkeiten, die hier hellgrau dargestellt sind, die kenne ich sowieso. Die sind aber nicht trivial in dem Sinne, dass ich sage, rechts steht eine Teilmenge von links, aber von dem Schlüssel habe ich sowieso diese Abhängigkeiten eigentlich immer gegeben. Und es gibt jetzt noch sowas wie von C nach D. Wenn es das noch gibt, sage ich, das ist noch nicht in dritter Normalform. Dass es nicht sowas von B nach D geben kann, habe ich ja schon verhindert, weil ich gesagt habe, es muss in zweiter Normalform sein. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht Teile von dem Schlüssel nehmen und sagen, die bestimmen schon irgendwie was. Es muss jetzt also sowas Nicht-Schlüssel auf Nicht-Schlüssel-Attribut geben, um zu verhindern, dass es in dritter Normalform ist. Und jetzt habe ich als transitive Abhängigkeit sowas wie AB zusammen bestimmt C und C alleine bestimmt D. Und dann habe ich über diese transitive Kette AB bestimmt D, was ich eh schon wusste, weil AB Schlüssel ist. Aber genau dieses Zwischenstück, das möchte ich vermeiden. Das ist so eine der gängigen Formulierungen für dritte Normalform, die so ein bisschen hässlich zu überprüfen ist, wenn man sagt, okay, ich muss diese Mitte suchen. Bei der Formulierung 1, da schaue ich nur auf eine konkrete, also auf jede konkrete funktionale Abhängigkeit, unabhängig von den anderen und sage, okay, ist das links ein Superschlüssel, alles gut, ist das rechts ein Primattribut, auch alles gut. Muss nicht beides gleichzeitig gelten, aber mindestens eins von beiden muss gelten. Das kann ich viel leichter überprüfen als das hier, dass ich frage, gibt es irgend so ein Ding, was in der Mitte liegt? Gibt noch eine dritte Formulierung, wo ich dieses in der Mitte liegen außen vor lasse, aber quasi was Ähnliches frage. Ich sage auch hier, es muss in zweiter Normalform sein und kein Nichtschlüsselattribut darf funktional von der Menge anderer Nichtschlüsselattribute abhängen. Menge bedeutet, es könnte auch nur eins sein. Und das Interessante ist hier, ich muss einfach nur gucken, gibt es so ein Ding. Also ich muss nicht noch diese Transitivität überprüfen, sondern ich frage einfach nur, gibt es irgendwas von Nichtschlüsselattributmenge auf irgendein Nichtschlüsselattribut? Wenn es das gibt, ist es nicht dritte Normalform. Ich muss was machen, wenn ich dritte Normalform erzeugen möchte. Also im Prinzip habe ich hier so rein optisch eine ähnliche Redundanz zu dem, was ich bei zweiter Normalform vermeiden will. Die Frage ist nur, wo geht dieser Pfeil hier los? Bei zweiter Normalform, wenn ich sage, es verletzt zweite Normalform, muss dieser Pfeil, der es verletzt, von dem
Primattribut, also von einem Teil des Schlüssels losgehen. Das habe ich aber dann, wenn ich gesagt habe, ich habe in zweiter Normalform umgeformt, schon vermieden. Jetzt kann es aber noch sein, dass es quasi diesen Pfeil auf ein Nichtschlüsselattribut von einer Menge von Nichtschlüsselattributen noch gibt. Das habe ich bei zweiter Normalform noch nicht verboten. Das verbiete ich aber jetzt und sage, nee, das will ich nicht für dritte Normalform. Also es darf nicht sein, dass irgendwie Nichtschlüsselattribut funktional abhängig von anderen Nichtschlüsselattributen sind. Am einfachsten zu überprüfen, so rein vom Gefühl her, ist aber trotzdem die erste Formulierung, weil ich da einfach auf die funktionalen Abhängigkeiten schaue und sage, okay, ist denn da links ein Superschlüssel, check, dann interessiert mich gar nicht, was rechts steht, oder ist rechts ein Primattribut, check, interessiert mich nicht, was links steht, und wenn ich was finde, was beides nicht hat, sage ich, Problem, keine dritte Normalform. Dass man tatsächlich bei Formulierungen 2 und 3 die zweite Normalform erst prüfen muss, kann man an einem Beispiel sehen, wie, gucken wir mal eins an, ich habe es mir aufgeschrieben, damit man sich es leichter merken kann, sowas wie, ich habe A, B, C, D, also so wie wir es bis jetzt immer hatten, und die beiden hier sind Schlüssel. Wenn ich jetzt sowas finde wie A, B bestimmt C, D, das ist in dem Sinne nicht trivial, dass hier das nicht eine Timing von dem ist, aber langweilig, weil ich gesagt habe, das hier ist sowieso Schlüssel, also die funktionale Abhängigkeit kenne ich, muss ich aber immer mit hinschreiben. Und wenn es noch sowas gilt wie B bestimmt C, dann würde man jetzt hier mit dem Test von Formulierung 2 und 3, ohne dass ich auf zweite Normalform überprüfe, denken, es könnte dritte sein. Das Problem, was ich hier habe, ist, das hier ist nicht zweite. Also diese funktionale Abhängigkeit ist nicht zweite. Wenn ich aber nur frage, steht hier, gibt es kein Nichtschlüsselattribut funktional abhängig von einer Menge anderer Nichtschlüsselattribute? Ja, das hier ist Schlüsselattribut, das hier sind Schlüsselattribute. Wenn das alle funktionalen Abhängigkeiten sind, habe ich diese dritte Formulierung erfüllt, außer, dass ich nicht geprüft habe, ob es ein zweiter Normalform ist. Also wichtig, wenn ich diese Formulierung 3 oder 2 nehme, muss man immer überprüfen, ob es ein zweiter Normalform ist. Bei dem Schema hier könnte ich sonst denken, es ist ein dritter, obwohl es schon nicht mal ein zweiter ist. Bei der Formulierung 1 würde ich immer fragen, ist das links, also angenommen, das hier sind alle funktionalen Abhängigkeiten, die ich habe, ist das links ein Superschlüssel? A, B ist ein Superschlüssel, ist ja auch ein Schlüssel. B ist kein Superschlüssel, okay, muss ich also gucken, was steht denn rechts? Ist rechts ein Primattribut? Nö, nicht dritte Normalform. Deswegen ist es so rein optisch mit dieser ersten Formulierung am einfachsten zu überprüfen, ob irgendwas in dritter Normalform ist. Weil ich mir einfach jede einzelne funktionale Abhängigkeit, die ich aufgeschrieben habe, der Reihe nach durchgehe und sage, ich überprüfe die linke Seite, wenn da eine Obermenge von einem Schlüssel steht, alles schick. Hier steht keine Obermenge von einem Schlüssel, muss ich nur noch die rechte Seite angucken, ist kein Schlüsselattribut, Problem. Bei Formulierung 2 und 3 muss ich immer erst überprüfen, ob es in zweiter Normalform ist. Ist insofern meistens kein Problem, als dass man sagt, ich gehe sowieso die Relationsschemata alle der Reihe nach durch und mache erst aus jedem erste Normalform, dann aus jedem zweite Normalform, dann aus jedem dritte Normalform. Insofern hat man es eh der Reihe nach überprüft. Aber hier an der Stelle kann man mit der ersten Formulierung manchmal ein bisschen Zeit sparen. Okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich feststelle, da gibt es so ein Ding, also was das hier kaputt macht. So ein C nach D zum Beispiel hier. Ja, wir zerlegen es einfach wieder und sagen, in dem Fall zerlege ich wieder ein bisschen anders. Also ich habe jetzt sowas wie hier vorne sind die Schlüssel, das hellgrüne ist jetzt kein Schlüssel mehr. Das hat man in zweiter Normalform abgefertigt. Hier hinten habe ich irgendwie nicht Schlüsselattribut. Und ich habe jetzt diese funktionale Abhängigkeit von diesem hellgrün auf das beige wieder. Die Zerlegung ist quasi rein optisch dieselbe wie vorher, dass ich sage, hier oben bleibt alles weiße und grüne. Und hier unten kommt das hellgrüne und das beige rein in das zweite Schema. Und das hellgrüne mache ich zum Schlüssel hier unten. Warum mache ich es zum Schlüssel? Ja, weil das beige funktional davon abhängt. Dann ist immer das, was auf der linken Seite der funktionalen Abhängigkeit steht, der Kandidat für Schlüssel. Also das hellgrüne bestimmt das beige, also wird das hellgrüne in dieser zweiten Relation, die aus den Attributen besteht, die ich rausgenommen habe, und eben diesem linken Teil der funktionalen Abhängigkeit wird der linke Teil der Schlüssel. Und hier oben bleibt das dunkelgrüne Schlüssel, ich habe auch den beigen Teil nicht mehr. Und damit habe ich hier oben das Problem nicht mehr, was ich gerade eben hatte. Könnte sein, dass hier oben noch andere Probleme entstanden sind. Also könnte sein, dass hier oben immer noch irgendein anderes Nichtschlüsselattribut, wieder ein anderes Nichtschlüsselattribut bestimmt. Muss ich es auch noch aufspalten. Kann sein, dass ich nicht alles auf einmal erwischt habe. Also muss ich hier oben immer noch mal überprüfen, ist es denn jetzt dritte Normalform? Diese Zerlegung, die funktioniert eigentlich auch immer.
Gegebenenfalls muss ich halt mehrere Schritte machen und sagen, okay, ich nehme die erste funktionale Abhängigkeit raus, die mich stört, dann nehme ich die zweite raus, dann nehme ich die dritte raus und irgendwann habe ich es dann aber geschafft. Die Kosten sind halt, dass ich viele Relationsschemata erzeugt habe. Bei jedem Zerlegen habe ich eins mehr. Aber ich kann es immer durch Zerlegung hinbekommen. Ich kann jedes Schema in dritte Normalform bringen, indem ich es zerlege. Gucken wir uns ein Beispiel wieder an, was nicht in dritter Normalform ist. Das ist dieses hässliche Mitarbeiter-Abteilungsmischmasch-Ding, was wir ganz am Anfang mal erzeugt haben. Personalnummer ist Schlüssel. Name, Wohnort, Abteilungsnummer, Abteilungsname, Chefpersonalnummer sind die anderen Attribute und ich weiß, die Personalnummer bestimmt irgendwie alles. Und ich weiß noch, hier hinten habe ich ja eigentlich diese Abteilungssachen drin. Da habe ich zum Beispiel die funktionale Abhängigkeit Abteilungsnummer bestimmt Namen, Abteilungsnamen und Chefpersonalnummer. Also die D bestimmt EF, wenn man die durchbuchstabieren würde. Das ist also nicht in dritter Normalform. Wir hatten ja auch schon gesehen, das erzeugt irgendwelche hässlichen Anomalien und Redundanzen, die wir nicht wollten. Wenn ich es zerlege, passiert wieder das, was eigentlich ursprünglich mal die Ausgangsidee war. Wir haben eine Mitarbeiterrelation und wir haben eine Abteilungsrelation, die semantisch unterschiedliche Dinge tatsächlich darstellen. Und ich habe hier das Attribut nochmal wiederholt, was dann Fremdschlüssel bezüglich der Abteilungsrelation ist. Also hier habe ich es noch drin gelassen, aber die anderen drei habe ich rausgenommen und das Ding zum Schlüssel gemacht. Okay. Mal ein paar Bemerkungen. Also das, was hässlich war, war wieder die rechte Seite bei dieser funktionalen Abhängigkeit, die im Prinzip redundant gespeichert Informationen darstellen. Also wieder die funktionalen Abhängigkeiten als ein Vehikel, um zu erkennen, dass es Redundanzen geben wird. Ich muss aber gar nicht fragen, welche Redundanzen sind da, sondern sobald ich so eine hässliche funktionale Abhängigkeit finde, die mich noch stört für die Normalform, erkenne ich, da kann es Redundanzen geben, ich will keine Redundanzen haben, also sondere ich das in eine extra Tabelle aus. In der extra Tabelle fallen wieder die gleichen Werte auf dasselbe Tupel zusammen und dann habe ich keine Redundanzen mehr. Bei zweiter und dritter, wie gesagt, dran denken, bei der zweiten und dritten Formulierung für die dritte Normalform, man muss zweite Normalform überprüfen, weil man ansonsten eventuell denkt, das wäre ein dritter, obwohl es nicht mal ein zweiter ist. Ja, und dann jemand in einem alten Lehrbuch hatte noch gesagt, also in einem 83er, dass sowas auch irgendwas mit Fakten zu tun haben könnte, also wenn ein Nicht-Schlüsselattribut ein Fakt darstellt, irgendwie nur den einen Wert sozusagen dann darstellt, das ist hässlich, das wollten wir nicht, weil ich dann eventuell die Fakten mehrmals abspeichere. Naja gut, das haben wir jetzt mit dem Redundanzbegriff so ein bisschen erledigt. Wenn man sich die Normalform alle anschaut und wenn wir jetzt noch ein, zwei Vorlesungen Zeit hätten, würden wir noch zwei andere anschauen, dann kommt man am Ende zum Schluss, dass es eine ganze Menge gibt und das, was wir gesehen haben, sind die ersten drei. Wir haben gesehen, alles das, was in zweiter Normalform sein will, muss in erster Normalform sein, deswegen so dieses Enthaltensein hier. Alles das, was in dritter Normalform sein will, muss in zweiter sein, sieht man an der Formulierung 2 und 3 für die dritte Normalform. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, wäre die nächste Normalform so eine Beuys-Kopp-Normalform, da würde man noch andere funktionale Abhängigkeiten verbieten. Da kann es aber passieren, dass ich Schlüsselattributmengen auseinanderreiße. Also ich werde immer noch sicherstellen, dass es Schlüssel gibt für jede Relation, aber es kann sein, dass ich aus einer Relation einen Schlüssel, den es da vorher gab, dass ich den auseinandernehme und damit verliere ich funktionale Abhängigkeiten, die ich vorher hatte. Deswegen heißt das dann, dass ich nicht plötzlich nach der dritten Normalform kann ich nicht mehr sicherstellen, dass alle funktionalen Abhängigkeiten, die ich vorher kannte, dass es die danach auch noch gibt. Bei den Zerlegungen bis zur dritten Normalform habe ich nie funktionale Abhängigkeiten zerstört. Ich habe die nur aus einem Schema in ein anderes Schema rausgenommen. In dem anderen Schema gelten die funktionalen Abhängigkeiten aber immer noch. Wenn ich jetzt aber von der dritten zur Beuys-Kopp-Normalform übergehe, dann sage ich, okay, es muss in dritter Normalform sein und ich verbiete funktionale Abhängigkeiten, die dann beim Zerlegen dazu führen könnten, dass ich Schlüssel splitte, die es vorher gab. Also nicht den Primärschlüssel, den es vorher gab, sondern dass ich irgendwas anderes splitte, was es vorher als Schlüsselattributmenge gab. Und dann habe ich diese funktionalen Abhängigkeiten plötzlich verloren. Deswegen ist es hier nach unten nicht mehr abhängigkeitserhaltend. Dann gibt es irgendwann noch vierte Normalform, die stellt dann noch krassere Bedingungen auf. Aber so deswegen bleiben wir hier an der Stelle irgendwie hängen, wo wir sagen, an der dritten gehen wir nicht mehr weiter. Nicht, weil das dann schon reicht, sondern weil wir sagen, wir haben keine Zeit mehr in der Vorlesung. Ja?
triviale funktionale Abhängigkeiten sind nur die, wo ich auf der linken Seite eine Obermenge von dem stehen habe, was auf der rechten Seite steht. Die sind in dem Sinne langweilig, sind zwar beide Seiten unterschiedlich, aber dass irgendwie eine Obermenge die Untermenge funktional bestimmt, das weiß ich sowieso. Die interessanten Abhängigkeiten, die wir uns danach angeschaut haben, sind welche, wo auf der linken Seite was steht, was die rechte Seite nicht komplett enthält. Also rechts muss mindestens ein Attribut sein, was es links nicht gab. Sorry. Und dann müssen die aber, muss ich schauen, ob es alle möglichen Tupel, wenn ich mir alle möglichen Tupel aufschreibe, die es geben könnte, oder überlege, was sachlogisch in der realen Welt stimmen könnte. Sorry. Vorher. Wenn es alle Tupel, die ich mir irgendwie ausdenken kann, und ich schaue mir auf dem Tupel nur die Attribute an, die gerade auf der linken Seite von so einer funktionalen Abhängigkeit stehen. Und da gibt es jetzt einen Wert. Es könnten 5 Attribute sein. Dann schaue ich mir an, gibt es eine Wertkombination der 5 Attribute, für die es auf der rechten Seite 2 Wertkombinationen gibt von den Attributen. Dann sage ich, es ist keine funktionale Abhängigkeit. Wenn es rechts aber auch nur eine Ausprägung geben kann von den 10 Attributen, die rechts vielleicht stehen, wenn es da nur eine geben kann, dann sage ich, das Linke bestimmt das Rechte. Eine Tupelausprägung und Relationsausprägung ist ein Unterschied. Ich weiß für jede Relation, egal was sie für Attribute hat, dass die funktionalen Abhängigkeiten gelten, wo die linke Seite eine Obermenge von der rechten Seite ist. Die gelten immer. Egal, was es für Relationen sind, egal, was es für Attribute sind. Wenn ich sage, A, B bestimmt B, das ist in dem Sinne langweilig, als dass B sowieso auf der linken Seite schon steht. Wenn es dann auf der linken Seite nur einen Wert gibt, dann weiß ich, es gibt auf der rechten Seite auch nur einen Wert. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich, also trivial bedeutet, ich schaue auf Relationen. Funktionale Abhängigkeit bedeutet, ich schaue auf Tupel. Also ich gucke mir alle möglichen Tupel an, die es überhaupt geben könnte. Sollen wir nochmal auf die, wissen Sie noch, auf welcher Folie das war? Triviale. Ach, da gibt es 13. Gucken wir mal von vorne. Folie 23. Ah ja. Also hier steht, jede Relationenausprägung muss das erfüllen. Das bedeutet eigentlich nur, ich gucke gar nicht auf die eigentlichen Tupel, sondern ich sage, für jede Relation weiß ich, wenn ich eine Attributmenge habe, die größer ist als eine andere Attributmenge, also die andere ist enthalten, dann weiß ich, die funktionale Abhängigkeit, die besteht sowieso. Die schreibe ich eigentlich nie noch mit hin. Die, die mich interessieren, sind nur die, wo links und rechts irgendwie einen Unterschied haben, der über diese Teilmengengeschichte hinausgeht. Für funktionale Abhängigkeiten überprüfe ich aber, ob irgendwas für alle denkbaren Tupel gelten muss. Also ich sage, irgendwie eine funktionale Abhängigkeit besteht, wenn für alle möglichen Tupel, die es in so einer Relation geben kann, wenn ich mir den einen Teil anschaue, ich schon weiß, was auf dem anderen für Werte stehen werden. Da habe ich jetzt noch nicht ausgeschlossen, dass das diese langweiligen Sachen sind, wie Alpha ist eine Obermenge von Beta. Also für diese langweiligen Sachen gilt das auch. Langweilig im Sinne von trivial. Für die trivialen funktionalen Abhängigkeiten gilt das hier automatisch. Wenn ich mir es auf Alpha anschaue und sage, oh, da ist es gleich, dann weiß ich, es muss auch auf dem Teil von Alpha, der dann Beta genannt ist, gleich sein. Also diese Definition hier, die gilt für alle. Und jetzt sage ich, manche von den funktionalen Abhängigkeiten interessieren mich aber nicht. Und das sind die, die nicht für alle Tupelpaare gelten, sondern wo ich das sowieso vorher schon weiß. Das ist die, ich muss überhaupt nicht drüber nachdenken, was es für Tupel geben kann, sondern ich denke einfach drüber nach, wenn ich rechts und links eine Teilmengenbeziehung herstellen kann, dann weiß ich, dass das Rechte, was die Teilmenge von der Linken ist, sowieso immer nur einen Wert dann annehmen kann, wenn es rechts mit mehr Attributen nur einen Wert annehmen kann. Ich verwirre Sie immer mehr, oder? Okay. Also auch das hier, diese Definition 1, die gilt auch für triviale funktionale Abhängigkeiten. Wann immer ich zwei Paare finde und gucke mir auf dem einen Paar irgendwie eine Menge von Attributen genauer an und stelle fest, da gibt es nur einen Wert, dann weiß ich, rechts gibt es den einen Wert auch nur. Aber das weiß ich bei so einer Teilmengenbeziehung schon ohne, dass ich mir die Werte angucke.
oder über die Werte nachdenke. So, also wir sind noch mal so ein bisschen in dem Ablauf, dass wir jetzt sagen, was soll eigentlich die Botschaft für die Vorlesung insgesamt sein? Ups, ich wollte nicht suchen, sondern ich will auf eine Folie gehen. Das ist die letzte Folie für diese Vorlesung. Da ist alles drauf, was man wissen muss. Ja, eigentlich ist nur der obere Teil, die letzte Vorlesung, dieses Top-Down-Vorgehen. Das ist das, was wir uns im ganzen Semester quasi angeschaut haben. Wie kommt man zu einer guten Datenbank, steht jetzt hier drauf. Also man macht zuerst eine Anforderungsanalyse, das ist üblicherweise mit jemandem, der sagt, bau mir mal eine Datenbank für Weltausschnitt X. Und in diesem Weltausschnitt X, den muss man modellieren, indem man Use Cases analysiert oder sowas, indem man schaut, was könnten die Entitäten und Beziehungen sein. Wenn man die Entitäten und Beziehungen kennt, kann man ein ER-Modell draus machen. Das ist so eine Art High-Level-Geschichte. Das war so in den ersten paar Vorlesungswochen, haben wir über diesen ganzen Krams hier gesprochen. Irgendwann haben wir mit dem ER-Modell dann jemanden überzeugt, der uns einen Auftrag gegeben hat. Wir haben gemeinsam mit dem drüber gesprochen, ob das jetzt den Weltausschnitt modelliert, ob alle Constraints dran stehen. Im ER-Modell musste man die sozusagen als Fließtext oft dran schreiben, außer sowas wie Schlüssel auszeichnen oder so. Dann haben wir aus dem R-Modell eine Menge von Relationen gemacht, indem wir es einfach übersetzt haben. Da gab es auch so ein Vorgehen, wie mache ich aus einem R-Modell Relationen. Dann sind wir nach und nach jeden Entity-Typ durchgegangen, haben gesagt, entweder mache ich aus dem Ding alleine eine Relation oder ich packe es mit was anderem zusammen in eine Relation. Dann hatten wir hier zwischen 3 und 4 hatten wir jetzt einen größeren SQL-Block. Zwischendrin haben wir auch nochmal über relationale Algebra nachgedacht oder so. Das war so dieser Einschub, aber eigentlich wollten wir die ganze Zeit eine gute Datenbank entwerfen und dieser Einschub war nur, wenn ich eine Datenbank habe, wie kann ich denn mit der interagieren? Also wie kann ich da Anfragen stellen oder so. Und das, was wir uns heute noch angeschaut haben, war so dieser vierte Teil, zumindest zum Teil, dass man das relationale Modell, was man erstellt hat aus dem ER-Modell, noch verfeinert, um zu sagen, ja, ich will mir sicher sein, dass keine Redundanzen oder nicht viele Redundanzen drinstehen und dass die meisten hässlichen Anomalien vermieden werden. Je tiefer ich in dieser Normalform-Hierarchie gegangen bin, also von erster zu zweiter, von zweiter zu dritter, und wenn wir jetzt noch mehr angeschaut hätten, von dritter zu Boyce-Codd und von Boyce-Codd zu vierter oder so, je tiefer ich gehe, desto mehr Anomalien vermeide ich. Und bis zur dritten kann ich das auch so machen, dass ich keine der funktionalen Abhängigkeiten verliere, die mir offenbar wichtig waren. Also funktionale Abhängigkeiten sind so Sachen, die in der realen Welt gelten oder in dem Ausschnitt der realen Welt, den ich modellieren wollte. Das waren also die wichtigen Sachen. Bis zur dritten Normalform kann ich sicherstellen, dass diese funktionalen Abhängigkeiten alle erhalten bleiben. Beim Weg zur vierten oder zur Boyce-Codd-Normalform kann ich das nicht mehr sicherstellen. Eine andere Art, wie man Datenbank entwerfen würde, haben wir uns hier aber gar nicht angeschaut. Das ist der Teil, der hier unten steht, dass man das Ganze auch bottom-up macht und sagt, okay, ich mache nicht in der Anforderungsanalyse sowas wie, was sind Entitäten, was sind Beziehungen oder so, sondern ich frage, was gibt es denn für funktionale Abhängigkeiten, die mich interessieren? Die schreibe ich alle auf. Und dann gibt es einen Teil, den haben wir uns in der Vorlesung überhaupt nicht angeschaut, dann habe ich aus der Menge der funktionalen Abhängigkeiten, mache ich Relation. Also umgekehrtes Vorgehen sozusagen. Den haben wir uns hier nie angeschaut, weil das Natürlichere, was man normalerweise mit, ich sag mal, Nicht-Informatikern auch machen kann, die können mir erklären, was sie eigentlich in der Datenbank stehen haben wollen und mit denen kann ich gegebenenfalls über so ein R-Modell noch sprechen. Über die funktionalen Abhängigkeiten, die ich aufgeschrieben habe, kann ich vielleicht nicht mit jemandem sprechen, dem ich nicht erklärt habe, was das bedeutet. Und vielleicht sacken die Sachen bei Ihnen auch erstmal noch in den nächsten 2, 3 Tagen dann so richtig ein oder so. Also man braucht einen Moment, um das mit diesen funktionalen Abhängigkeiten dann für sich so zum Benutzen zu bringen und man kann meistens nicht mit einem Kunden, der irgendwie eine Datenbank gebaut haben möchte, drüber sprechen. Deswegen typisch geht man top-down vor. Wenn man jetzt für sich selber eine Datenbank baut oder so, können wir auch einfach überlegen, welche funktionalen Abhängigkeiten hätte ich denn gern. Und dann gibt es verschiedene Synthese- und Auseinandernehmen-Verfahren, die mir helfen, aus den funktionalen Abhängigkeiten schöne Relationen zu bauen, schöne Schemata zu erstellen. Ja, so viel von mir für diese Vorlesung. Also eigentlich sind es nur 4 Schritte, viel mehr braucht man nicht, um eine schöne Datenbank zu haben und ein bisschen SQL-Wissen, dann kann man damit umgehen.